Vulkane sind beängstigend und eine mächtige Naturgewalt. Ganze Städte mussten vor einem Vulkanausbruch in Sicherheit gebracht werden. Ein Vulkan entsteht, wenn Magma bis an die Oberfläche aufsteigt. Magma, das an die Erdoberfläche gelangt, wird als Lava bezeichnet. Gesteine schmelzen ab 100 Kilometer Tiefe bei extremen Temperaturen zwischen 1000 und 1300 Grad Celsius. Beide Eruptionen von Vulkanen können durch die Vermischung mit anderen Stoffen wie Wasser oder Luft, als auch durch das rasche Austreten von Lava, weitere Katastrophen ausgelöst werden, beispielsweise eine Glutlawine, eine Glutwolke, Erdbeben oder sogar ein Tsunami. Es gibt heute weltweit ca. 1500 aktive Vulkane. Vor 10.000 Jahren war die idyllische Hügellandschaft der Eifel ein Gebiet mit äußerst aktivem Vulkanismus. Der bekannteste Vulkan ist wahrscheinlich der Laacher See-Vulkan. Aus den Vulkanen entstanden die sogenannten Maare. Das sind Erdvertiefungen mit einem Ringwall. Entstanden sind diese durch Eruptionen. Aufsteigende Magma ist kurz unter der Erdoberfläche auf Grundwasser getroffen. Als Ergebnis entstehen gewaltige Wasserdampfexplosionen. Wir befinden uns jetzt auf einem Parkplatz am Weinfelder Maar. Das gehört zu den Dauner Maaren in der Eifel. Insgesamt wurden über 70 Maarvulkane in der Eifel gezählt. 12 sind heute noch mit Wasser gefüllt. Das Weinfelder Maar ist ca. 52 Meter tief. Es liegt auf einer Höhe von 487 Metern. Der Trichter hat einen Durchmesser von 700 Metern. Die Wasserfläche ist 16 Hektar groß. Entstanden ist das Weinfelder Maar vor 20.000 bis ca. 30.000 Jahren. Auf einem fast 2 Kilometer langen Pfad entlang des Wassers lässt es sich wunderbar spazieren und wandern. Die einzigartige Flora und Fauna des Maars stehen unter Naturschutz. Belohnt wird der Spaziergang durch eine idyllische Aussicht auf die Landschaft. Parken ist möglich entlang der L64 auf dem Parkplatz am Weinfelder Maar.